Hi, Depeche Mode haben ein neues Album angekündigt, das im März 2023 veröffentlicht werden wird. Und alle Welt fragt sich jetzt natürlich, was uns erwartet. Die Euphoriewelle schwappt schon wieder übers Land. Alle sind ganz aufgeregt und zusätzlich angeheizt worden durch diesen Teaser, der kürzlich erschienen ist, wo zumindest im zweiten Teil angedeutet worden ist, in welche Richtung das Ganze musikalisch gehen könnte. Wir haben einen kleinen Ausschnitt eines Songs gehört, der Ghosts Again heißen wird, so jedenfalls lautete der Arbeitstitel. Und wir haben ein paar Informationen bekommen, also insbesondere im Zusammenhang mit der sage und schreibe 20-minütigen Pressekonferenz von Dave Garner Martin Gore in Berlin, wo ein, zwei Dinge zum neuen Album erklärt worden sind, in aller Kürze und größtmöglicher Knappheit. Was sich jetzt schon sagen lässt, ist, dass das kommende Album Memento Mori wahrscheinlich in der Kontinuität zu den Vorgängeralben stehen wird. So jedenfalls deutet es sich auch im Sound von Ghosts Again an. Und dafür spricht auch, dass wieder James Ford an den Reglern sitzt, der schon Spirit produziert hat. Der bringt diesmal aber eine ganz interessante Person mit dazu, und zwar handelt es sich dabei um Marta Saloni, eine italienische Produzentin, die in letzter Zeit für eine ganze Menge Aufsehen gesorgt hat und die möglicherweise den Produktionsprozess durch ihren Input diesmal mit beeinflusst hat. Und zu der, die wirklich ganz interessant ist, wenn man sich mit der auseinandersetzt, wollte ich mal ein paar Worte sagen. Marta Saloni hat das letzte Soul Savers Album Imposter, zu Deutsch Hochstapler, gemischt, das Dave Garn besungen hat, jetzt schon zum dritten Mal, das dritte Album mit den Soul Savers und Dave Garn. Das ist aber nicht der Grund, weshalb Marta Saloni jetzt in den Produktionsprozess von Memento Mori mit einbezogen worden ist. Vielmehr sei es wohl so gewesen, zumindest nach der Darstellung von Dave, dass James Ford sich telefonisch danach erkundigt hat, ob es okay sei, wenn er zur Produktion eine weitere Person mitbringen könnte. Und dabei handelte es sich offenbar um Marta Saloni. Und James Ford war offenbar gar nicht bewusst, dass Marta das Soul Savers Album gemischt hatte. Aber für Dave schien die Entscheidung vor diesem Hintergrund natürlich total nachvollziehbar, und er hat selbst erklärt, dass das also aus seiner Sicht perfekt einen Sinn ergab, Marta mit einzubeziehen, und so ist es jetzt. Die daraus resultierende Frage ist natürlich die, welchen Einfluss Marta Saloni auf den Produktionsprozess genommen hat. Dazu vielleicht mal ein paar Sätze. Das ist nämlich ganz interessant. Marta Saloni ist bekannt für ihren experimentellen Zugang zur Musikproduktion. Sie experimentiert sehr viel mit Hall, mit einem sogenannten Reverb, auch mit Delays, und ein Eindruck davon, wenn sie darauf Einfluss genommen haben sollte, kann man sich auch auf diesem Soul Savers Album Imposter verschaffen, wo die Hallfahnen sehr variabel eingesetzt sind, wie Dave Garn, unabhängig davon, ob man diese Musikrichtung mag oder nicht, sehr variabel daher kommt. Eigentlich variabler, als es für die Songs von Depeche Mode meistens erforderlich ist. Das sage ich völlig wertungsfrei, ist einfach so. Davon kann sich jeder überzeugen, der dem Album Imposter von den Soul Savers mal eine Chance gibt. Marta Saloni, also sehr bekannt für ihren Einsatz von Reverb und Hall-Effekten. Andererseits aber, und das scheint mir jetzt wichtiger zu sein, aber für ihren Hang auf Bandmaschinen zurückzugreifen, um sogenannte Tape Loops zu bilden. Also es handelt sich um Tonbandgeräte, die eigentlich kaum noch jemand benutzt, und die setzt diese Tonbandgeräte ein als Musikinstrumente. Und das scheint jetzt auch im Zusammenhang mit Memento Mori der Fall gewesen zu sein. Und das verlagert im Vorfeld der Albumveröffentlichung den Fokus von der zweiten Hälfte dieses veröffentlichten Teasers auf die erste Hälfte, wo nur so ein paar sphärische Sounds zu hören sind. Das scheint aber so ein typisches Marta Saloni-Ding zu sein.
Was macht die mit diesen Bandmaschinen? Denn wenn jemand sagt, ich benutze die als Musikinstrumente, dann sagt einem das ja zunächst nicht so viel. Sie greift also auf bestimmte Geräusche, auf Sounds, auch auf Samples von Instrumenten zurück, zeichnet die auf Bandmaschinen und spielt die dann ab. Soweit so gut. Wenn man die nämlich, das hat sie selber mal erklärt, schneller oder langsamer abspielt, dann verändern die Sounds auch ihre Tonalität und ihren Charakter. Und wenn man das nachvollziehen will, dann mag sich der eine oder andere, der sich noch an dieses Zeitalter erinnern kann, früher an seinen Walkman erinnern. Wenn da die Batterie leer wurde, dann spielte das Gerät die Musik plötzlich viel langsamer ab und alles wurde sehr tief. Und wenn da eine neue Batterie drin war, konnte es passieren, dass das Gerät die Musik plötzlich viel zu schnell abspielte und dann klang alles sehr hoch, teilweise mit so einer Art Mickey-Maus-Sound im Gesang. Und diesen Effekt, der mit Tape-Machines, mit Bandmaschinen zu erreichen ist, macht sich Marta Saloni zunutze und nimmt also einen bestimmten Sound auf, spielt den vorwärts oder rückwärts ab, verändert aber auch die Tonalität, indem sie das Band dann schneller ablaufen lässt oder eben langsamer. Und wenn man das sehr gezielt macht, kann man dadurch natürlich eine bestimmte Atmosphäre erzeugen oder auch ganz und gar bestimmte Harmonien schaffen. Jedenfalls mit Hilfe dieser Technik völlig neue Sounds kreieren oder eben sphärische Klänge, gerade auch in der Verbindung mit Hall. Und möglicherweise ist das ein Eindruck, der mit dem Teaser, mit dem ersten Teil des Teasers erzeugt werden sollte. Denn wir haben ja da nur diese flächig klingenden Sounds, irgendwo ganz im Hintergrund die verhallte Stimme von Martin, wenn man sehr genau hinhört. Und wir haben im Bild aber auch diese Tape Machines, die dann auch im Studio bei den Aufnahmen zu Memento Mori eine Rolle gespielt zu haben scheinen. Ansonsten würde es ja keinen Sinn machen, die im Teaser zu zeigen. Also eine gewisse Richtung gibt das schon vor. Also Bandmaschinen, Tonbandgeräte als Musikinstrument, das ist ein sehr experimenteller Ansatz, der auch ein bisschen zurückführt in die Vergangenheit von Depeche Mode, die da ja Vorreiter waren in dieser Hinsicht und sehr frühzeitig rausgegangen sind, um alle möglichen Samples aufzuzeichnen, um die dann musikalisch zu verwerten und damit einen ganz eigenen Stil kreiert haben, der bis heute haften geblieben ist und für den sie nach wie vor berühmt sind. Insofern ist das sogar ein bisschen Retro-Ansatz, jetzt auf Marta Saloni zurückzugreifen und sich auf die eigenen Wurzeln zu besinnen, wenn auch in diesem Fall mit italienischer Unterstützung. Muss ja nicht das Schlechteste sein. Für den einen oder anderen wird es allerdings eher beängstigend anmuten, denn zu experimentell muss ja auch nicht in jeder Hinsicht vorteilhaft sein. Fletch gibt's nicht mehr und der hat ja selbst betont, dass er immer darauf gedrungen hat, dass doch dieser Pop-Tune in der Musik von Depeche Mode erhalten bleibt. Ansonsten versucht jetzt alle Welt darüber zu spekulieren, ob der vorgestellte Song Ghosts Again bzw. die Hookline, die vorgestellt worden ist, jetzt repräsentativ ist für das Album. Vom Sound her geht das Ganze schon irgendwo in die Richtung Sounds of the Universe, also der Gitarrensound spricht dafür, auch die Verwendung von Retro Drum Machines, übrigens auch die Bassline, die offenbar auf dem einen analogen Synthesizer aus grauer Vorzeit zurückzugehen scheint. Entscheidend ist aber, dass die Melodik des Songs sehr gut funktioniert. Ja? Und das war ja möglicherweise so ein Defizit auf dem letzten Album, auf Spirit, dass die ganz großen Hooklines so ein bisschen fehlten, weshalb Spirit jetzt rückbetrachtend so ein bisschen geteiltes Echo verursacht hat. Und man darf sicherlich gespannt sein, wie Memento Mori und die Bewertung dieses Albums dann ausfällt. Die Veröffentlichung erster Songs bzw. eines Vorgeschmacks im Hinblick auf Albumveröffentlichungen von Depeche Mode sind ja in der Vergangenheit nicht zwangsläufig immer repräsentativ für das gewesen, was auf dem Album dann schlussendlich zu hören war. Also ich denke hier zum Beispiel an Playing the Angel. Erste Single damals war Precious.
Und Precious ist natürlich ein toller Song, steht aber nicht automatisch repräsentativ für das, was auf dem Album Playing the Angel im Übrigen passiert. Also es ist so ein bisschen eigentlich ein Solitär, fast möchte ich sagen ein Ausreißer, der natürlich im Kontext insgesamt trotzdem funktioniert. Wir hatten das bei Depeche Mode auch in der weiteren Vergangenheit schon. Selbst ein Song wie I Feel You auf Songs of Faith and Devotion ist nicht unbedingt repräsentativ für das, was in den anderen neuen Songs auf der Platte passiert. Also das ist ein Phänomen, mit dem wir bei Depeche Mode schon einmal öfter zu tun hatten. Das ist aber auch überhaupt kein Problem. Normalerweise jedenfalls, solange sich die Qualität im Übrigen bestätigt. Mir fällt in dem Kontext noch ein, dass auch Barrier of a Gun als erste Single von Ultra damals nicht unbedingt identisch ist mit dem, was auf Ultra im Übrigen passiert ist. Und vielleicht ist das ja diesmal auch so, vielleicht aber auch nicht. Soundmäßig befinden wir uns ganz sicher in der Kontinuität zu dem, was auf den letzten 3 oder 4 Platten passiert ist. Der maßgebliche Produzent bleibt in diesem Fall James Ford, setzt den Weg, wie anzunehmen ist, konsequent fort, der mit Spirit eingeschlagen worden ist. Und das gilt, was die Produzententätigkeit anbelangt, natürlich in erster Linie für den Sound, nicht unbedingt auch für die Songs. Die Songs sind geschrieben von Martin Gore und dann müssen wir sehen, wie gut der Kollege diesmal drauf war und was Dave Gahan songmäßig hat beisteuern können. Soweit wir wissen, gibt es auf dem Album ja 12 neue Songs und wir dürfen davon ausgehen, dass 3 Songs von Dave Gahan stammen, wahrscheinlich bei Unterstützung von Christian Aigner und Peter Gordino, vielleicht auch Kurt Uenala, auch das war in der Vergangenheit ja mal der Fall, wir dürfen gespannt sein. Jedenfalls dürfte der weit größere Anteil einmal mehr von Martin Gore geschrieben worden sein, 9 von 12 Songs möglicherweise und das sind immerhin 3/4 des gesamten Albums. Ich hoffe ganz einfach, dass wir nicht enttäuscht werden, wie es bei Spirit rückbetrachten vielleicht ein Stück weit passiert ist, vielleicht haben wir ja auch das Glück, dass es nicht wieder so quälend langsam alles ist. Ja? Also Where's the Revolution als erste Single damals von Spirit war ja extrem langsam, auch wenn der Song für sich genommen meines Erachtens ganz gut funktioniert. Going Backwards stach bei Spirit noch raus und möglicherweise Cover Me. Ansonsten hatte das Album die Schwäche, dass doch relativ viele Füllnummern enthielt und das ist was wir von Depeche Mode in der Vergangenheit so eigentlich nicht gewohnt waren. Und wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, worauf ich natürlich keinen Einfluss habe, dann wäre es der, dass die Homogenität von Memento Mori auch insofern gewahrt ist, dass wir möglichst viele Songs mit einer Top-Qualität auf dem Album zu hören kriegen. Ich jedenfalls freue mich wahnsinnig darauf und bin natürlich wie viele da draußen gespannt, was es dann im März auf die Ohren gibt. Depeche Mode haben ja das Glück, eine sehr treue Fanschar zu haben, die auch bereit sind, sich auf Ungewohntes einzulassen und sich vielleicht länger mit einer neuen Veröffentlichung auseinanderzusetzen, als es bei anderen der Fall wäre. Das ist ja auch so eine ganz, ganz große Stärke von Depeche Mode, von der Band im Verhältnis zu ihren Fans, dass sie einfach unendlich viele Chancen kriegen, sich wieder neu unter Beweis zu stellen und dass die Fans bereit sind, sich mit dem neuen Material sehr intensiv auseinanderzusetzen. Also das ist ja die große Qualität der Kultband schlechthin und so viele Kultbands gibt es ja gar nicht mehr. Wir werden sehen, was passiert. So viel zu meinem Eindruck zur Person Marta Saloni, zur Produzententätigkeit von James Ford, der ansonsten ja für Florence and the Machine verantwortlich war zumindest und für die Arctic Monkeys. Auch da drängt sich die Verwandtschaft zur Musik von Depeche Mode nicht unbedingt auf. Mich wird in diesem Zusammenhang mal interessieren, wie die auf James Ford eigentlich kam. Das ist ja ganz interessant. Ja? Dazu ist bisher nichts fabuliert worden, jedenfalls soweit ich das erkennen kann. Wenn ihr mehr wisst, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Würde mich auch interessieren. Ansonsten, ja, müssen wir abwarten, was jetzt passiert. Ich freue mich jedenfalls auf das Album und warte fast Nägelcount und unter mich machend darauf, was bei Depeche Mode im nächsten Jahr passieren wird. Memento Mori ist überhaupt ein sehr programmatischer Titel. Sei dir bewusst, dass du sterblich bist. Ja? Da kommt fast so ein bisschen Endzeitstimmung auf.
Die beiden Herren sind über 60. Es wird wohl nicht so sein, dass wir weitere 15 Studioalben auf die Ohren bekommen. Insofern sollten wir uns freuen, dass überhaupt noch mal was kommt, jetzt auch ohne Fletch. Die Umstände sind diesmal ja sehr besonders und insofern sollte tatsächlich im Vordergrund stehen, sich darüber zu freuen, dass die beiden sich noch mal ins Studio begeben haben, um die Aufnahmen für ein neues Album zu beenden und dann im kommenden Jahr sogar wieder auf Tour zu gehen. Also volle Arenen sind garantiert und es wird sich sicherlich auch diesmal durchaus lohnen. So viel dazu von meiner Seite. Im Moment, mir fällt dazu, glaube ich, sogar noch mehr ein. Vielleicht werde ich noch ein bisschen nachlegen zu Depeche Mode. Lasst es euch gut gehen. Bis dann.